der Baumart. Die Forstwirtschaftsstudenten der Hochschule Weihenstephan sind im Bergwald. Auf gut 1600 Meter Höhe über Garmisch-Partenkirchen und schwärmen aus. Ziel ist, die höchsten Standorte der verschiedenen Baumarten zu finden. Denn mit dem Temperaturanstieg wandern die Bäume in die Höhe. Hier im subalpinen Fichtenwald etwa tauchen immer mehr Laubbäume auf, wie die Eberesche, die Vogelbeere. Das Fundstück wird genau kartiert. 11 Grad, 8 Minuten und 2 Sekunden. Diese Vogelbeere, die die beiden Studentinnen gerade gefunden haben, das ist eine Baumart, der traue ich eine enorme Wandergeschwindigkeit vor, weil die nämlich von Vögeln ausgebreitet wird und mit dem Kot von Vögeln auf solche Warten hier gelangt und dann da keimt. Der Übergang vom Mischwald in den Nadelwald bis zu den vereinzelten Vorposten über der Waldgrenze verändert sich. 1854 hatte der königliche Botaniker Otto Sentner in jahrelanger Forschungsarbeit die höchsten Standorte von 1700 Pflanzen in den Bayerischen Alpen bestimmt. Seine Angaben bilden den Vergleichswert. Auf diesen Fund sind die beiden stolz. Die Buche ist eigentlich eine Art vom Bergmischwald, der normalerweise in tieferen Höhenstufen ist. Und vorhin haben wir es ja auch gehört, dass die Buche nach früheren Forschungen auf 1400 Metern als höchster Ort gefunden worden ist. Und jetzt sind wir auf über 1600, also ist das jetzt schon was Besonderes. Die stattliche Birke allerdings wird sich später als Moorbirke herausstellen, die schon immer hoch hinaufklettert. Die Bäume wandern mit der Erwärmung theoretisch um 200 Meter Höhe je Grad Temperaturanstieg. Um herauszufinden, wie der Wandel abläuft, brauchen die Forscher möglichst viele Daten. Bei der Buche, da hatten sie hier einen Fund gemacht. Wie hoch war der nochmal? Über 1630, glaube ich. Damit sind wir deutlich höher als diese alten Angaben, die wir von Otto Sentner hatten. Der war bei 1480. Wäre ich hier alleine den Hang runtergelaufen, dann hätte ich nicht die Hälfte gesehen von dem, obwohl ich viel Erfahrung habe. Das ist das Entscheidende bei unserem Projekt, dass wir viele Leute brauchen, Crowdsourcing, viele, die mitmachen. Deshalb sollen zukünftig auch normale Wanderer die Fundorte auf speziellen Formularen der Forscher dokumentieren. Im Idealfall entsteht dann die bisher größte Datensammlung quer durch alle bayerischen Gebirgsgruppen.